Gleich ist 17 Uhr, da sind wir wieder mit TAF am Start und da haben wir diese Themen für Sie. Und noch viel, viel mehr. Die gibt alle gleich hier bei TAF. Ich freue mich. Es ist ein Event, das es so wohl nur in den USA gibt. Kamerateams, tausende Zuschauer und die Athleten sind absolute Profis. Nein, hier geht es nicht um ein Baseball-Game, das ist die Hotdog-Wett-Ess-Weltmeisterschaft. Und dieses Jahr gab es nicht nur einen neuen Weltrekord, sondern auch einen handfesten Skandal. Herzlichen Glückwunsch für diese Leistung. So, US-Schauspieler Seth Rogen reicht es. Auf Instagram hat er dem neuen selbsternannten, wir sind ja so verliebt, It-Pärchen, jetzt mal ordentlich die Meinung gegeigt. Um wen es geht? Bitteschön. So, wir machen ganz anders weiter. So trocken wie jetzt war es in Deutschland schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Wo gerade besonders hohe Brandgefahr besteht, hier ist unser TAF-Tag. Wir bleiben beim Thema Sommer. Wenn es so heiß draußen ist, dann zieht es ja alle raus in die Sonne. Dass man sich dabei immer gut eincremen sollte, ist den meisten bekannt. Aber was viele nicht wissen, bestimmte Lebensmittel, Gesichtscremes und vor allem Zitronen können extreme Verbrennungen nach sich ziehen. Wir haben zusammengefasst, was man in der Sonne nicht tun sollte. Tja, wieder was gelernt. So, jetzt geht's ins WM-Land Russland mit einem schmutzigen Thema. Denn wer kennt es nicht, wenn man so ein richtig dreckiges Auto sieht, dann würde man doch am liebsten schön was draufkritzeln. Und genau das passiert in Moskau mehrmals die Woche. Aber kein Gekrakel, sondern aus dem Schmutz werden echte Hingucker. Was dahinter steckt und was die russische Polizei dazu sagt, wir haben den Maler getroffen. Wenn 24 Stunden lang die Sonne nicht untergeht, wo sind wir dann wohl? Genau, in Island, der größten Vulkaninsel der Welt. Und genau dort hat gerade eins der spektakulärsten Festivals überhaupt stattgefunden, das Secret Solstice. Wer jetzt denkt, Festivals habe ich alle schon mal gesehen. Nee, hier wird nämlich auch tief unter dem Eis in einem Gletscher gefeiert. Amber Heard hat einen richtig fetten Shitstorm abbekommen und das alles wegen eines einzigen Tweets, was die Schauspielerin geschrieben hat und warum alle so außer sich sind. Tja, der Post ging komplett nach hinten los. Kim Kardashian hat was Neues ausprobiert und das ganze Netz lacht darüber. So ganz verstehen wir das allerdings nicht. Das und noch mehr gibt's jetzt im TAF-Klatsch. Tja, und so geht's hier bei uns weiter. Diese Themen haben wir gleich für Sie. So, und jetzt können Sie mit etwas Glück beim großen Fußballgewinnspiel einen Golf GTI Performance für seine Fußballparty, einen großen 4K-Fernseher, ein iPhone 8 und 2000 Euro per Eilüberweisung. Und so einfach geht's. Rufen Sie einfach an unter 01379 44 8000, das Kennwort lautet Tor, oder Sie schicken ganz einfach eine SMS mit Tor an 3x4, 3x1. Alle Infos gibt's auf fußball2018.tv und ich drücke Ihnen jetzt ganz, ganz fest die Daumen. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück bei TAF. Beschimpfungen, Beleidigungen, Gewalt gegen Lehrer. Sind das immer noch Einzelfälle oder mittlerweile schon trauriger Alltag? Laut einer repräsentativen Studie muss man tatsächlich von einem erschreckenden Trend ausgehen. Wir haben einen Lehrer getroffen, der Todesdrohungen erhielt. Eine Kollegin von ihm wurde von Schülern sogar angezündet. Doch was können Lehrer dagegen tun und wie kann man diesen Trend stoppen? Tja, hoffentlich führt das dazu, dass dieser Trend ganz schnell wieder verschwindet. Unsere lieben Promis, die tun ja immer sehr cool. Aber wissen Sie, wann diese Fassade mal bröckelt? Wenn es was umsonst gibt. Wir haben uns mal in den sogenannten VIP-Beauty-Lounges umgeschaut. Welche Promis da komplett übertreiben? Schauen Sie mal. So, jetzt können Sie mit ein bisschen Glück beim großen Fußballgewinnspiel was abräumen. Nämlich einen großen 4K-Fernseher, ein iPhone 8 und 2000 Euro per Eilüberweisung. Ist doch auch nicht schlecht. Es geht ganz einfach. Anrufen unter 01379 44 8000, das Kennwort lautet Tor. Oder Sie können auch ganz einfach eine SMS mit Tor an 3x4, 3x1 schicken. Alle Infos gibt's auf fußball2018.tv. Und jetzt drücke ich Ihnen ganz, ganz fest die Daumen und bis gleich. Da sind wir wieder zurück bei TAF. Was wäre der Sommer bloß ohne Wasserrutschen? Ja, aber wer es mit der Royal Flush auf sich nimmt, der muss gleich dreifach mutig sein. Warum das so ist und welche spektakulären Abkühlungen es sonst noch gibt, passen Sie mal auf. Das wäre nichts für mich. Ich bin eher so ein Schisser, was Wasser angeht. So, das war's auch schon wieder mit TAF. Denken Sie unbedingt an unser Gewinnspiel. Alle Infos dazu gibt's auf www.fußball2018.tv. Wir sehen uns morgen bei TAF. Ich werde mich jetzt auf die Couch legen, noch ein bisschen auskurieren, damit die Stimme morgen ein bisschen besser ist. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Feierabend und wir sehen uns morgen. Da freue ich mich schon. Also machen Sie es gut. Tschüss.